Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Add-on-Kampagne, der Ausnahmezustand, Mission 6. Ganz genau, liebe Leute, und genau. Wir waren ja beim letzten Mal hier bei dieser übelst krassen Mission. Ich muss mich erstmal wieder einfinden. Es ist nämlich schon sehr lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ja. Leute, es ist ein bisschen länger her, seitdem ich aufgenommen habe. Es liegt einfach daran, Leute, es ist einfach viel zu tun im Moment. Und genau, wir haben hier unsere Mammutpanzerarmee. Lass die sich mal da rausbewegen. Wie gesagt, Leute, sorry, wenn jetzt am Montag und am Dienstag kein Video kam. Es ist halt einfach viel passiert, auch am Wochenende. Und ja, deshalb möchte ich mich bei euch entschuldigen. Sorry, Leute. Aber dafür geht's jetzt hier weiter. Ja, die kriegen die Türme schon alleine hin, genau. So, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wir waren hier beim letzten Mal vor meinem Mammutpanzerangriff. Holy fucking. Shit, schaut euch das mal an, ey. Und bam, helft denen. Los, zack. Und sehr schön. So, liebe Leute, dann. Ja, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, natürlich, klar. Wie immer. Und, macht die mal weg da. Ah. Macht das Männchen weg. Bam. Sehr schön, liebe Leute. Und ja, die Mammutpanzer, die werden jetzt eine Weile brauchen. Wartet mal, der Gegner, der hat drei Obelisken da drinnen stehen, ne? Hier unten ist noch ein Eingang. Aber Ionenwerfer? Ja, können die sich da drum rummunkeln? Ja, können die. Geil, okay, gut. Dann mit dem Ionenwerfer macht bitte das platt. So. Oha, wie weit können die denn ballern? Ja gut, okay. Dann macht bitte zuerst diesen Turm da unten weg. Schneller. So, okay, Leute. Dann können wir uns hier durchfressen. Ganz genau. Die Flak bitte wegmachen. Ist noch ein Obelisk. Was wollte der mit dem Hubschrauber da gerade? Wow. Der mit seinen Manneken, alter Schwede, ey. So. Leute, das war jetzt gerade ein bisschen blöd von mir, muss ich sagen. So, die Jeeps, die gehen mir ganz schön auf die Nerven gerade. Wartet mal, Leute. Ich musste irgendwie hier drauf achten, dass ich hier nicht meine ganze Armee verliere. Ach du Heilige, wo fahren die denn rein, Mann? Und der Gegner baut Flachs nach. Warum baut denn der Flachs nach? So, jetzt macht er mal hier alles kaputt, Mann. Was macht der schon wieder? Fahr doch da hoch, Mann. So, liebe Leute. So weit, so gut. Machen wir da mal weiter hier. Genau. Da hat er die Flak wieder nachgebaut. Und dieser Obelisk geht mir ganz schön auf die Nerven da. So, er hat's verkauft sogar. Geil. Okay. Leute. Und hier, bam. Und mach das Motorrad weg. So, Leute. Und du fährst bitte nach da oben hin. Ach du Heilige. Raketenwerferpanzer. Leute, ihr seid mir hier viel zu aufgeteilt. Das gefällt mir nicht. Geht mal bitte alle da raus, Mann. Und natürlich baut er die Scheiße hier wieder nach, ne? Oh, Mann. Leute. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Was zur Hölle? Das schaffe ich nicht. Oh mein Gott. Leute, wie viel... Oh, der hat aber auch volle Silos hier, ne? So. Der hat aber auch volle Silos. So, jetzt hat er, glaube ich, nicht mehr so viel hier. So, jetzt versucht er hier angeschissen zu kommen. Okay. So, bam. Und jetzt Schritt für Schritt durchfressen hier. Los, Leute, ey.
Mann, jetzt... Ja, die Raketenteile da. Okay. Boah, diese Raketentypen, ey. Ach du Scheiße, die reichen nicht. Die reichen nicht. Die reichen nicht, was zur Hölle? Okay. Das muss ich jetzt erstmal verdauen, Leute. Dass die Einheiten nicht reichen. Da hat er auch noch eine Flak stehen, ey. Boah. Das ist schon übelst. Ach. Gott. Leute, das war's dann wohl. ich muss mir das irgendwie... Wartet mal. Ich muss mir da mal eine Taktik überlegen. Wie mache ich das denn am besten, ey? Der hat ja echt übelst viel Schrott da drin stehen. Liebe Leute, das ist ja nach meiner längeren Pause mal wieder eine richtig schöne Herausforderung hier, auch weil das Gelände so gebirgig ist, ne? Aber ich habe, glaube ich, eben, als ich gespielt habe, meine Mammutpanzer zu sehr aufgeteilt. Das kann sehr gut sein, Leute. Dann versuchen wir das doch jetzt besser zu machen. Indem ich die erstmal nach hier schicke. Da muss man echt taktisch vorgehen, ey. Das ist eine interessante Mission hier. Ehrlich, Leute. Oh, helft mal hier so, los. Bam. So. Und die kann auch nicht mal schießen, sehr gut. Gut, Leute, dann die Mammuts bitte einmal nach da oben. Bababam. Genau, Leute. Und die bewegen sich nicht, warum auch immer. Kein Bock. Bababam. Genau. Ja, da schießt auf den, komm. Mach den kaputt. So, sehr gut. Und weiterschießen. Los. Während die Mammuts da nach da oben fahren. So. Sehr gut. Der Mechanical... Oh! Der Mechanical Man wieder hier. So. So, dann machen wir das jetzt mal vernünftig hier. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich hier schon ein bisschen länger nicht gespielt habe. War natürlich so nicht beabsichtigt, klar. Aber was soll ich machen? Ich muss das hier doch irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen machen hier. Oh, und jetzt ruckelt's gerade. Das finde ich nicht so toll. Aber gut, Leute. Darauf erstmal ein Stückchen Wasser. So. Und die Mammuts, die haben es gleich auch geschafft. Schon mal sehr schön. So. Dann... Keine Mammutpanzer da unten verschwinden. Ich glaube, wir sollten auch erstmal hier reingehen. Ne? Nicht unten herfahren, Leute. Nicht unten herfahren. Das wäre das Schlimmste, was ihr machen könntet. Alter. So. Okay. Okay, der kommt hier wieder angeschissen. Nicht unten herfahren. Ach, ihr seid doch behindert, ey. Echt. Sorry für den Kraftausdruck, aber warum fahren die denn da unten durch den Obelisken, ey? Irgendwie ruckelt das gerade ein bisschen. So, bam, der ist direkt weg hier. So, okay, Leute. Dann machen wir doch einfach mal weiter. Dieser Mammut. Oh Mann. So, Leute, dann fahrt mal bitte hier runter. Ionenwerfer. Mach bitte diesen scheiß Turm weg. Und einfach alle hier rein. Und macht alle Türme weg hier. Los. So, bam. Bam. Die Flak bitte wegmachen. Diesen Hubschrauber. Ja, keine Ahnung. Boah. Das ist jetzt aber mies, Leute. Okay.
Da kommt er mit Invasoren an. Na gut, okay. Da baut er nach. Der baut nach. Das ist ja wohl nicht wahr. Der baut diese Scheiße nach, Mann. So. Meine Güte, ey. So. So. Mach die Raffinerie platt. Und diesen Hubschrauber da vor allem. So. Den Turm hier. Ach du Heilige. Oh, das schaffe ich schon wieder nicht, weil die sich wieder hier so scheiße aufteilen. Leute, was soll denn das? Mach die Energie platt. Mach diesen Hubschrauber weg. Was zur... Oh, Flammenpanzer. Scheiße. Ja gut. Das habe ich jetzt wieder verkackt. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Da bin ich jetzt gerade echt überfordert, muss ich sagen. Leute. Muss ich echt alles platt machen? Eliminieren Sie alle Nordtruppen. Ja, aber wie denn? Wartet mal. Ich muss das leider nochmal laden. Also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier definitiv nicht. Verbackte Scheiße, ey. Echt, was soll denn das? Überall hat der Obelisken. Na, wartet mal, wenn ich ihm die Energie wegnehme. Wenn ich ihm wenn ich dem zuerst Energie wegnehme, was passiert dann, Leute? Was passiert dann, wenn ich dem zuerst hier so ein Kraftwerk wegnehme? Vielleicht funktionieren die dann schon nicht mehr. Wer weiß. Kann ja sein. Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie muss ich das mit diesen Einheiten schaffen hier. Los. So. Bums. Oh, sehr schön. So. Energie platt machen. So. Dann weiter drauf. Los. Okay. Aber ich glaube, hier an dieser Seite anzugreifen, ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Seht ihr das? Die funktionieren nämlich schon nicht mehr. Die Scheiße funktioniert schon nicht mehr. Sehr schön, Leute. Oh, scheiße. Jetzt funktioniert es wieder. Okay, schneller platt machen. Schneller platt machen. So, sehr schön, Leute. So, alles klar. Dann können wir hier mal ein kleines Loch reinreißen. Und ihr, was macht ihr wieder da oben? Nicht da unten hinfahren. So, jetzt versucht er nämlich mit seinen Einheiten zu kommen. Genau. Dann lasse ich den einfach mal kommen. So. Mach diesen Raketenwerfer weg. So, Leute. Dann mach diesen Turm platt. Und du bitte hier. So, zack. Und ihr bitte hier das Silo. Genau. So, aber wie gesagt, eine Energie hat ausgereicht, damit die Dinger schon nicht mehr funktionieren. Und was macht ihr schon wieder? Leute, ihr macht mich aggressiv, ey, echt. Ihr macht mich aggressiv. Wie blöd muss man eigentlich sein? Als Kommando-Conquer-Einheit. Wie behindert muss man sein? Sorry, aber das ist doch echt nicht mehr feierlich hier. Nein. Mach die Scheiße direkt weg, Mann. So. Und direkt hoch. Ja, der hat die Kohle noch. Das ist das Problem, Leute. Geh mir nicht auf den Sack mit deinen Jeeps. Der baut nach, ne? Oh, Mann. Ey, Leute, Leute. Wie soll ich das erledigen hier? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann mach mal das Silo platt. Und, ach, schieß mal hier auf die Manneken jetzt. So. Die haben mir nämlich eben auch so das Genick gebrochen. Diese Drecks-Manneken. So. Meine Fresse, ey. So. So, dann. Okay. Gleich kann ich wieder eine Energie platt machen von ihm.
beziehungsweise den Turm hier unten, genau. Ey. Ja, lass dich abballern. Ist schon okay. Lass dich abballern, ey. So, Hubschrauber. Es sei denn, hier unten steht eine Flak, ne? Da steht eine Flak. Das ist das. Das ist der Scheiß, Leute. So, dann haben wir hier und den hier. So. Okay. Dann können wir doch jetzt reinfahren da. Dann können wir doch jetzt da reinfahren eigentlich. So. Und macht ihm seine Sammler platt hier. So. Jetzt kommt er nämlich hier angeschissen mit seinen Motorrädern. So. Und mit Manneken. Vor allem die Raketentypen. Ey, die gehen mir so auf den Piss hier. So. Aber das sieht besser aus, Leute. Das sieht echt besser aus jetzt hier. So. Mach den Sammler im Arsch und den Hubschrauber und den Motorrad hier los. Und die Flak los. Dann kommt die Hubschrauber jetzt auf die Waffenfabrik. Los, Leute. Nein. Ach, Leute. Die funktionieren immer noch. Nein, jetzt funktioniert nicht mehr. Oh doch, okay. Funktioniert immer noch. Ach man, das war so gut gerade. Scheiß Obelisken. Der kann aber auch echt nichts anderes gerade, ne? Wie viele Hubschrauber habe ich noch? Zwei. Toll, Leute. Echt super. Oh Mann. So, mach den Sammler im Arsch hier, damit er bloß keine Kohle mehr kriegt. Ja, toll. Natürlich, ey. Leute, toll. Tolle Wurst. Ja, wobei, aber immerhin habe ich jetzt hier ihm mal... Der hat immer noch Geld, ne? Ja, der scheiß Sammler von dem, das ist das Problem, ey. Der scheiß Sammler, so... Schießt den kaputt. So. Mein Gott, der mit seinen Flachs. Tja, Leute. Was ich jetzt hier machen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Shit, ey. Das ist doch echt der größte Scheiß. Wirklich. Ich hab keine Ahnung, was ich hier bauen soll. Kampfpanzer vielleicht, ne? Wenn die Mammuts so teuer sind, aber wartet mal. In Ordnung. Puh. Das wird jetzt echt eine Nummer. Der baut sich auch wieder auf. Der baut sich auch wieder auf. Nee, Leute, muss ich leider nochmal laden. Ich muss das mit diesen Mammuts schaffen irgendwie. Ich meine, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt hier... Seit einer ganzen Folge fast. Und hab immer noch keinen Fortschritt. Was ist das denn für eine gesicherte Basis von dem Typen, ey? Wisst ihr was? Ich schick einmal einen Orker in den Tod. Aber kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Um einfach zu sehen, wo der da die ganzen Sachen hat. So, okay. Gut, den kann ich ja nachbauen. Das ist ja nicht schlimm. Den Orca, den kann ich ja nachbauen. Ne? So. Genau, dann sammelt ihr euch bitte erstmal da. So, Leute. Und schon kein Geld mehr. So. Aber ich sehe jetzt zumindest, was er hier unten alles hat. Das ist überhaupt nicht lustig, was der hier hat, ey. Meine Güte, ey. So. Mein Gott. Okay, ich möchte aber zumindest in dieser Folge diese Mission schaffen. Was soll denn das? Irgendwie muss ich den Ionenwerfer einsetzen. Vernünftig. Was kommt er da wieder angekackt hier? Ja gut, mit den Gummipanzern, da hat er keine Chance gegen. So, Leute, ich bin da. Speicher das nochmal, komm. Mission 6 GDI. Was ist das denn für eine Basis? Heftig, Leute. Vielleicht sogar die Manneken, ne? Die nerven ja schon. Ja, wobei ein Obelisk weg.
Mach das mal mit den Männchen, kommt. Und dann los, kommt. Drauf da. Hier unten erstmal drauf, genau. So. Und bam. So, das war jetzt ein bisschen unkonventionell, was ich hier gemacht habe. Aber. So, die Türme alle nach und nach weg. So, Leute. Ja, jetzt hat er da unten halt noch den. So. Und der Bot wieder die Männchen, ne? Das ist doch bescheuert, ey, echt. Boah, dieser Obelisk, ey. Leute, und die fahren wieder hier oben rein. Mach das doch kaputt, ey. Was ist denn daran so schwer? Mach das Motorrad im Arsch. So, genau, Leute. Ja, natürlich. Nee, das war noch schlechter als vorher, ey. Mein Gott, Leute. Ich bin echt überfragt. Ich bin da echt überfragt, Leute. Echt bin ich überfragt hier, ey. Jetzt baut er den Scheiß wieder nach. So. Mach die Flak weg. Ja. Hat wieder nichts gebracht, ne? Also irgendwie ist das gerade zu krass. Das ist zu krass. Ich habe keine Ahnung. Das ist zu heftig. Pff, Leute. Ich verschwende gerade eure Zeit, ne? Ich weiß das. Aber wie... Wie zum Teufel soll man denn hier reinkommen, Mensch? So. Und doch nicht die Energie, sondern erstmal diesen scheiß Obelisten da oben, ey. So. Dann nicht wieder runterfahren. Ihr seid so bescheuert, ey. Echt. Nicht runterfahren. So. Jetzt könnt ihr runterfahren, meinetwegen. Aber, und dann aber nicht nach da oben. So, Leute. Gut. Dann der Hubschrauber. Ja gut, das ist erstmal egal. So, Leute. Dann ihr bitte. Und ihr kommt bitte nach. So. Und macht bitte diese Schrottmännchen hier weg. Los, Leute. Boah, ist das für eine Schlacht? Schaut euch das an, unnormal. Boah, wie unnormal, Leute. Unnormal heftig. So. Der mit seinen Raketenwerfern. So, hier jetzt. Wo kommen die Gummipanzer her? So. Die Orcas kommen. Sehr gut, Leute. So. Mach den Hubschrauber weg. Sehr schön. So. Und dann hier die Männchenfabrik. Und die Panzerfabrik. So. Habe ich jetzt zumindest ein bisschen Ruhe, ne? Ein bisschen Ruhe, habe ich gesagt, ja. Eher nicht. So, jetzt schieß doch da drauf. Mach die Scheiße im Arsch, so, Leute. Und den da oben, bitte. Oh, das sieht gut aus, Leute. Da ist die Flak wieder aufgebaut. So. Die Orcas kommen, machen jetzt bitte die Energie platt. Boah, meine Fresse, ey. Ja, die Flachs. Kommt schon. So. Und den Bauhof. Eine Atombombe. Wo kommt sie? Da oben. Okay. Das ist nicht schlimm, Freunde. Das ist nicht schlimm. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben es gleich doch noch in dieser Folge geschafft hier. So. Oh mein Gott, Leute. Den Tempel lasse ich mal stehen. Weil der kostet nämlich schön viel Energie. Oh mein Gott. Ich habe es tatsächlich geschafft. Der Typ, der kann nichts mehr bauen jetzt. Der kann nichts mehr bauen, der Sack. Oh mein Gott. Wie hammergeil ist das denn? So. Boah. Gott sei Dank, ey. Was war das denn für eine verkackte Basis, ey. So. Platt machen. Die Gegenwehr. So.
Und dann sogar noch mit ziemlich vielen, wie das aussieht, ne? Mit ziemlich vielen Mammutpanzern überlebt, ey. Meine Güte. Da hatte ich aber auch wieder Glück, ne, glaube ich. So, lass die Hubschrauber das machen. So. Puh, Leute, geschafft endlich. Jetzt kriege ich auch noch einen Luftangriff. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, endlich, Leute. Oh mein Gott. Fallschirmtruppen. Ja, wäre schön, wenn es die hier geben würde. Ohne Scheiß, ey. Naja, gut, Leute. Wir haben Glückes Schmied abgeschlossen. Sehr schön. Schon so 530 Nordeinheiten. Gut, liebe Leute, Bonusgalerie. Haben wir das hier jetzt, oder wo ist das neue? Das war das, glaube ich, das ursprüngliche Cover. Originale Cover-Illustration. Sie wurde möglicherweise für die Spielverpackung Werbematerialien eingesetzt. Ja, das ist schon geil. Das ist schon cool, sieht das aus. Und ja, liebe Leute, dann machen wir in der nächsten Folge tatsächlich die letzte Kampagnenmission. Also beziehungsweise die letzte Ausnahmezustandmission der GDI. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir das nächste Mal. Und da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.